Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zum neuen Video. Meine Hängematte ist endlich angekommen. Ich hatte noch nie eine Hängematte. Ich will die jetzt heute mal ausprobieren. Deswegen geht's für mich aufs Bike. Bin gerade dabei, mich anzuziehen, das ganze Zeug zu packen. Ich bin sehr gespannt. Es sind so ungefähr 30 Kilometer hin. Morgen früh dann 30 Kilometer zurück. Also es wird ein kleiner Overnight geben. Sagen, let's go! Growing restless in the way. Die ersten Kilometer sind auf der Uhr. Ich bin jetzt außerhalb von Freiburg. Es wird auch mal endlich Zeit. Dort ist so ein Verkehr. Ich bin super gespannt, wie das Wetter wird. Denn sie haben eigentlich Unwetter gebracht, aber wenn ich mich so umgucke, die Sonne scheint jetzt nicht die ganze Zeit. Ist ein bisschen bewölkt, aber nach dem Unwetter sieht es jetzt auch nicht aus. Okay, Freunde, kleine Planänderung. Ich wollte jetzt gerade hier in den Penny einkaufen gehen. Jetzt baut der um und hier in der Gegend gibt es keinen einzigen Supermarkt. Das bedeutet, meine Route hat sich ein bisschen geändert. Ich muss jetzt 40 Minuten weiterfahren zur nächsten Stadt. Da ist ein Supermarkt. Ich brauche nämlich unbedingt was zu essen. Ich habe nämlich eigentlich nichts mitgenommen. Der Rucksack ist schon schwer genug. Ich hätte schon Rückenschmerzen, die Saum unter dem Rücken. Man muss halt improvisieren, ne? Ab geht's, weil sonst machen sie zu. Ich habe mir ein Gravelbike gekauft und habe kein Mountainbike mehr. Ich finde es gar nicht mehr gewohnt, dass das so wackelt. Das ist ja geisteskrank. Boah. Ein Wackersee auf jeden Fall. Mein ursprünglicher Plan war es, hier zu pennen. Ich stelle jetzt mal ganz kurz mein Fahrrad ab. Ich hoffe, das klaut jetzt niemand in der kurzen Zeit. Ruhe. So. Vielleicht sieht man von hier was. Oh ja. Das ist geil. Hier ist er. Das ist so ein komplett blauer See. Hammer. Schade. Wirklich schade. Ja, vielleicht komme ich morgen nochmal hierher. Aber Freunde, wenn ich das hier auf Google Maps richtig sehe, ist direkt vor mir der Rhein. Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, wo ist er denn? Hier sollte er eigentlich direkt sein. Ich sehe nicht. Das sieht auf Google Maps aber nicht so groß aus. Da sieht man ihn schon. Sehr gut. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier am Rhein. Ich war einmal letztes Jahr und was ich jetzt gerade schon merke, hier sind so viele Fliegen. Also wirklich, da fliegt gefühlt jede zwei Sekunden eine Fliege gegen die Nase, gegen den Mund, gegen die Augen und ich bin komplett vollgeklebt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe jetzt schon 100 Fliegen an mir. Das bedeutet, das allererste, was ich im Supermarkt kaufen werde, ich hoffe, das haben die, das Anti-Mücken-Spray. Also sonst wird es eine ganz, ganz wilde Nacht. Auch wenn die Hängematte ein Moskitonest hat. Und ich bin super gespannt, wie die generell ist, weil ich habe noch nicht mal geschaut, ob alles drin ist. Also es kann auch sein, ich wurde komplett gescampt. Da ist nichts drin. Das ist hier jetzt aber auch ein ganz komischer Sandweg. Ich hoffe nicht, dass das jetzt die restlichen 10 Kilometer die ganze Zeit so geht. Hätte ich echt keinen Bock drauf. Das ist sehr huppelig. Zeckenparadies. Ah ja, okay. Hier geht's nicht weiter. Deutet jetzt einmal umsonst durch dieses Zeckenparadies gefahren. So eine Scheiße. Wish I could be there with you. Oh wow. Time just keeps on slipping. Slipping out my hands. I'm wishing I could hold ya. Bring you closer. I don't wanna feel so lonely. Home is just a moment away. Okay. Also es sind jetzt noch in etwa 10 Minuten, bis ich die Stadt erreiche. Aber ich muss mich jetzt schon mal so ein bisschen zumindest nach einem Schlafplatz umschauen. Denn
Der Plan war eigentlich, hier irgendwo am Rhein zu pennen. Also Plan B. Plan A war an diesem Baggersee. Aber da das jetzt nicht geklappt hat, war Plan B, hier irgendwo am Rhein zu pennen. So, wenn der Penny eben mein Geld nicht will, dann wird es halt ein Rewe. Auch nicht schlecht. So, die Einkäufe sind erledigt und ihr seht schon, da hinten geht die Sonne langsam aber sicher unter. Es ist schon ziemlich spät. Deswegen geht es jetzt ab, Schlafplatz suchen. Ich hoffe, hier in der Nähe gibt es irgendwo einen. Sah bisher nicht so aus, aber ich bin gespannt. Ich mache mich jetzt auf den Weg und ja, wünsche mir Glück. Me and my friends, we could be Rush Hour. The way we show love, you'll wonder who's Lee or Carter. Moving like Bruce Lee, we just be like water. You probably see us in the back store or the back. Willkommen in Frankreich. War nicht der Plan, aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt können wir hier bleiben. Ich hoffe nur, ich bin jetzt im Schlafplatz. Ja, aber die Sonne geht schon unter. Wir haben schon kurz vor 20 Uhr. Ich weiß ja nicht, Freunde. Ich fahre jetzt schon 10 Minuten das Ufer lang und irgendwie sieht es nicht gut aus. Ich hoffe, ich finde noch was. Ich dachte, es ist ein bisschen leichter hier. Ich dachte wirklich, das ist hier ein bisschen leicht. Da geht's mal rein. Dann laufen wir mal rein. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Ich kann nur hoffen, dass ich hier zwei Bäume finde mit einem gewissen Abstand. Ah, vielleicht da. Glaub nicht, glaub der Abstand ist zu, beziehungsweise ich glaube der eine Baum ist zu klein. Ich sag's euch, ich hab's mir leichter vorgestellt, zwei Bäume zu finden. Okay, zurück, das wird hier nix. Und grad mach ich's Maul zu, schon ist die erste Zecke an mir gekrabbelt. Oh je, okay. Eieieiei. Naja, kann ja nur besser werden. 30 Minuten später, ihr seht, die Sonne ist wirklich bald weg. Ich wollte noch ins Wasser. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach hier auf dem Boden pennen soll. Ich habe meine Isomatte mitgenommen zur Not. Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch super schön hier mit dem Sonnenuntergang hier. Aber eigentlich war ja Sinn und Zweck, dass ich die Hängematte ausprobiere. Da fährt jetzt hier gerade noch die Kalypso. Vielleicht weiß der irgendwie einen Schlafplatz für mich. So, Freunde. Eine Stunde später. Irgendwann kam noch mal eine Abzweigung durch diesen dicken Wald, den ihr immer auf der linken Seite gesehen habt. Und ich habe den Schlafplatz gefunden. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Spot. Ich muss jetzt nur hoffen, dass die zwei Bäume nicht zu weit auseinander sind. Aber schaut es euch mal an. Wie geil ist das eigentlich? Ich weiß, hier ist irgendwie so ein Bootverein oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Ich hoffe einfach mal, dass da jetzt heute Abend keiner mehr kommt und morgen früh. Aber ich bin sowieso ziemlich früh weg. Und ja, also wirklich traumhaft. Hier ist doch super ruhig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier noch jemand kommt. Aber lieber mal nicht zu früh freuen. Ich baue jetzt alles auf. Muss auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit essen. Ich habe immer noch nichts gegessen. Und ja, dann geht's. Ah, ins Wasser wollte ich noch. Ich wollte noch ins Wasser. Ich gehe auf jeden Fall noch ins Wasser. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie man es macht. Aber ich schätze jetzt einfach mal, dass man ja durch die eine Schlaufe durchgeht, das Ganze dann hier mit dem Karabiner befestigt und das gleiche dann auf der anderen Seite. Ich probiere es jetzt einfach mal so aus, hoffe, dass es so stabil ist und hält. Und ja, ansonsten muss ich es nochmal neu machen. So, jetzt kommt der ultimative Test. Hält mich das Ding? Geil. Es hält! Ihr seht, die Hängematte ist aufgebaut. Ja, ich habe das Ganze jetzt sehr provisorisch gemacht. Ich habe ein bisschen improvisiert. Ich habe nicht ganz so viel Zeit.
sollte mich aber für eine Nacht zumindest, hier auf der anderen Seite, ja, ähnliche Konstruktion, sollte mich für eine Nacht auf jeden Fall halten. Ist auf jeden Fall was anderes. Man muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben in der Hängematte gepennt. Das wird jetzt spannend heute Nacht. Ich habe nur Angst, dass jetzt hier irgend so ein Viech kommt und mir, ihr wisst schon, wo reinbeißt. Ich habe jetzt gar keine Lust drauf. Bin ja nackig. Ist ja klar. Ich hatte übrigens auch noch meine Elefantenhaut dabei, falls ich keinen Spot für die Hängematte gefunden hätte. Deswegen nutze ich das jetzt hier als kleine Ablagefläche. Ist eigentlich ziemlich geil. So ein bisschen Kleidung, dann Handy-Stuff. Schlafsack, den benutze ich gleich, noch eine Regenjacke, falls es regnen sollte, kleine Snacks da hinten, trinken und mein Buch, das ich jetzt gleich weiterlesen werde. Ja, mein Handy, das ist gerade irgendwie useless, weil hier ist kein Empfang, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. So Freunde, ich habe mich jetzt ins Bett gelegt, ihr seht schon, ja, die Konstruktion fürs Moskitonetz ist nicht optimal, aber ist egal, aus Fehlern lernt man, das muss ich nächstes Mal auf jeden Fall besser machen. Hier vor meinem Schlafplatz geht ein Orchester ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es Frösche sind. Naja, egal, in diesem Sinne, haut rein Freunde, schlaf gut und wir sehen uns morgen. So, das war's mit dem Video. Ich habe vergessen, ein Outro aufzunehmen. Es ist aber auch nicht mehr so viel passiert. Ich habe nur noch mein Zeug zusammengepackt. Natürlich alles sauber hinterlassen und bin dann nach Hause gefahren. So viel Spannendes ist da nicht mehr passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao! Danke.